Wenn sich am 1. Mai Zwickaus urkundliche Ersterwähnung zum 900. Mal jährt, ist das der Auftakt für eine Festwoche mit teils spektakulären Ereignissen. Zweifelsohne wird dazu das Festival of Lights gehören, das ganz außergewöhnliche Erlebnisse verspricht. Mit Beginn der Festwoche werden ab 1. Mai bis einschließlich 5. Mai über 20 Gebäude und Plätze in leuchtende Blickfänge verwandelt. Täglich zwischen 21 und 24 Uhr gibt es unterschiedlichste Lichtinstallationen, Projektionen und ein Videomapping, die auf der Lichtroute individuell bestaunt und erlebt werden können. Es läuft zwar kein sichtbarer Countdown, aber bereits in 8 Wochen ist die Festwoche zur 900-Jahr-Feier in vollem Gange. Seit etwa 1,5 Jahren laufen die Vorbereitungen. Anstelle eines von der Stadt organisierten Festumzuges wurde das Geld in eine Lichtshow investiert. Die Festival of Lights GmbH aus Berlin, sonst über den Globus verteilt unterwegs und gebucht, macht Station an der Mulde. Entstanden ist ein Rundgang durch die Stadt mit in Licht reflektierten Geschichten, die ein Spektrum von Ereignissen, Traditionen und Personen umfasst. Wir als Festival of Lights Team lassen uns erstmal von der Stadt inspirieren. In der Regel gehen wir einmal selber durch und halten Ohren und Augen offen und schlagen dann am Ende aus unserer Sicht Gebäude vor. Das wird dann diskutiert, in dem Falle eben mit der Stadt gemeinsam, mit dem Team für das Festival of Lights Zwickau und den 900 Jahren. Dann hat die Stadt Wünsche geäußert von vielleicht versteckten Gebäuden oder Ecken, die wir auf dem ersten Gang nicht entdeckt haben. Und so haben wir dann am Ende des Prozesses gemeinsam entschieden, welche Gebäude in die Lichtroute kommen oder welche wir trotz dessen, dass sie nicht an der Route liegen, unbedingt beleuchten müssen aufgrund der wunderschönen Historie. Und so ist dann eine gemeinsame Auswahl entstanden. Eine kleine Vorschau lässt bereits erahnen, wie etwaige Projekte in Szene gesetzt werden. Das 1481 als Kornspeicher und heute als Stadtbibliothek errichtete Haus erhält eine Bücherfassade. Oder der Goldene Anker als Schumanns Stammlokal, die Kussszene mit Clara Wieck. So wird es vielfältige Motive zu sehen geben. Und viele Ideen kommen erstmal so grundsätzlich auf und dann tauchen wir tief in die Geschichte und bitten dann um Material und um Geschichten. Und dann hat uns auch hier die Stadt Zwickau sehr geholfen, weil alles ist nicht im Internet zu finden oder in den Museen, in den Unterlagen, so die ein oder andere Anekdote, die wir dann zum Beispiel aufgreifen. Wie beim Schiffchen, wo wir dann tief in die Herstellung von Seilen eingestiegen sind und uns damit beschäftigt haben, was wir am Anfang als wir recherchiert haben, nicht wirklich wussten. Bei Projektionen dieser Art ist es auch schwierig oder besonders herausfordernd, die vorhandene Architektur zu beachten und bestenfalls sogar mit einzubeziehen. Die größte Herausforderung ist in der Regel immer das sogenannte 3D-Videomapping, in dem Fall auf dem Rathaus, weil es ein sehr, sehr komplexes Projekt ist, was insgesamt schon mal als ein Projekt über viele, viele Monate geht. Also so ein Prozess mit allem Drum und Dran dauert in der Produktion ja bestimmt ein halbes Jahr. Und so gesehen, ja, das spektakulärste, vielleicht sogar schönste, weil es sehr tief in die Geschichte eintaucht, aber auch sehr komplex und deshalb schon wirklich eine Herausforderung. Neben diesem 3D-Videomapping wird es zudem Aktionen mit den Zwickauern und den Besuchern geben. Innerhalb des Fotowettbewerbes Wir lieben Zwickau werden am ehemaligen Bankgebäude am Kornmarkt täglich neue Collagen gezeigt. Am Dünnebierhaus werden spontan bemalte Glasbilder projiziert. 5 Wächter der Zeit sowie eine 100-Pinguin-Show sollen für weitere Hingucker sorgen. Damit reiht sich Zwickau in Städte wie New York oder Luxemburg ein. Ein Clou, dem der Stadt, frei nach dem Motto, sie wolle nicht nur verwalten, sondern auch gestalten, bereits im Vorfeld gratuliert werden kann. Natürlich war ursprünglich mal die Überlegung, machen wir es analog, in Form eines Festumzuges. Die Idee haben wir relativ schnell verworfen und haben uns mal umgeguckt, was ist denn besser. Auch moderner, zeitgemäßer für die junge, alte, 900-jährige Stadt Zwickau. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, mal was anders zu machen. Und vor etwa 1,5 Jahren sind wir dann in konkrete Überlegungen gegangen zu dieser Show, muss man einfach sagen, Lichtdarstellung der Stadt Zwickau. Die Stadt Zwickau stellt sich mit dieser Festwoche und diesem abendbegleitenden Programm auf eine höchst anspruchsvolle Stufe. Das Erklimmen und Umsetzen hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund.
etwa 1 Million. Wir sind bloß in der glücklichen Situation, dass durch das Engagement vieler Unternehmen, auch Einzelpersonen, wir einen gegenwärtigen Stand an Spenden und Sponsoring haben, der uns natürlich diese oder jene Kleinigkeit darüber hinaus noch in Erwägung ziehen lässt. Erhofft hatten sich die Organisatoren ein Sponsoring von etwa 300.000 Euro, auch um so ein Event wie das Festival of Lights stemmen zu können. Mittlerweile sind über 500.000 Euro an Sponsorgeldern eingegangen. Also schon jetzt auch ein Dankeschön an die freiwilligen Geldgeber.